Hallo und herzlich willkommen zu Core Creative, dem Channel, der dich kreativiert. Ich bin die Elle, freischaffende Künstlerin, Bildhauerin und Kunstdozentin. Und heute möchte ich euch alle Skizzenbücher vorstellen, die ich im Jahr 2023 benutzt habe. Die sind nicht alle voll, aber ich habe alle benutzt und jedes hat eigentlich so seinen eigenen Sinn. Ich benutze also mehrere Skizzenbücher gleichzeitig. Da möchte ich euch jetzt der Reihe nach die Skizzenbücher vorstellen und zeigen. Das hier ist das 600 Seiten in 30 Tagen Skizzenbuch. Die meisten von euch kennen das Video bestimmt von mir. So, und das habe ich in diesem Jahr im Januar, vom 1. bis zum 3. Januar, ging die Challenge noch. Ich habe im Dezember angefangen. Und dann hier, das alles, es sind 3 Tage. Wer die komplette Challenge sehen möchte, das könnt ihr... Da könnt ihr gerne dann das Video dazu ansehen. Ich blätter jetzt hier mal durch. Da habe ich in 30 Tagen 600 Seiten gefüllt. Die erste Woche, da ging es um Katzen. In der zweiten Woche ging es um Figuren. In der dritten Woche um Vögel und Figuren, glaube ich. Und dann in der letzten Woche habe ich alles dann gemischt. So. Genau, wenn ihr die geballte Fassung dann haben wollt, dann schaut rechts oben im Eck. Ich verlinke euch die Videos natürlich. Dann könnt ihr euch hier das Ganze im Detail nochmal anschauen. Also das hier war quasi der Dezember 2022. Und dann ab hier gibt es dann noch ein paar Seiten. Da war ich dann bei den Katzen mit Flügeln angekommen. Katzen habe ich ja ganz viele gezeichnet. Und Vögel. So, jeden Tag musste ich 20 Seiten zeichnen, mindestens. Am Ende hatte sich das Ganze aber so zusammengeläppert, dass ich irgendwie 80 Seiten oder so in drei, noch mehr. Ich glaube, ich musste 80 Seiten an einem Tag voll zeichnen. Das war echt krass. Also bei so einer Challenge geht es auch überhaupt nicht darum, dass die Zeichnungen schön werden. Wobei, wenn man so viel zeichnet pro Tag, wird man automatisch besser. Und darum geht es, dass man manchmal auch einfach nur statt Qualität Quantität bringt, weil es dann eher um die Ideen geht, weil du hast nicht mehr so viel Zeit, um nachzudenken. So, das war der letzte Tag hier und da habe ich ein ganz interessantes Experiment mit Wein, weil ich hatte noch 80 Seiten am letzten Tag übrig oder 60, weiß nicht mehr, viel. Dann habe ich, weil ich auch gerne mit Wein male, die ganzen letzten Seiten voll mit Wein gespritzt und dann hier dazwischen so Limetten und Zitronen hingelegt und die Teile sind dann durch die chemische Reaktion ganz pink geworden. Und das hat Spaß gemacht und da habe ich dann auf jeder Seite dann das rausgezeichnet, was ich gesehen habe und überhaupt nicht mehr nachgedacht. Und dadurch, dass es schon so spät war, als ich dann da gezeichnet habe, habe ich das überhaupt nicht mehr gewertet, was ich da gemacht habe. Das ist ganz interessant. Das werdet ihr in einem anderen Skizzenbuch, wird sich das wiederfinden. Das entwickle ich in dem Chile-Skizzenbuch weiter. Und das Lustige ist, ich hatte das ganz vergessen, dass ich das hier schon angefangen hatte. Das ist, wenn man mit einem Strich ein Gesicht zeichnen muss. Genau. Mit Katzen habe ich das auch gemacht, das ist ja interessant. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie gesagt, ich war da so übernächtigt, dass ich wirklich mit null Wertung hier einfach die Sachen rausgezeichnet habe, die ich dann noch gesehen habe. Und das ist teilweise so absurd oder einfach nur total kindisch. Das ist auch eine lustige Seite hier. Habe ich irgendwie Hunde gesehen. Einen Drachen. Und dann einfach nur ab. Also das ist auch eine super absurde, lustige Seite. Da mit diesen fliegenden Gesichtern drin und auch der Typ hier. Da unten diese Katze oder Hase mit dem, ja, in der Schuluniform. Das war die schwerste Challenge ever. Ja genau, und alle Stifte waren kaputt. Hier war dann wirklich jeder Stift schon so kaputt. Ja, das war's. Das war krass. Ja, so viel hier zu meinem ersten Skizzenbuch. So, als nächstes möchte ich euch mein Aquarellskizzenbuch zeigen. Das kann ich nur empfehlen. Das ist wunderschön gebunden, also richtig gebunden. Und die Seiten, das sind Aquarellseiten, immer mit einer glatten und einer rauen Seite. Und total super Qualität. So, das ist uralt. Und ab hier habe ich mir das Buch dann endlich wieder vorgenommen. Und ja, das da hier ist im Westpark entstanden. Da bin ich mit einem Freund hin und habe den Tempel im Westpark
in diesem asiatischen Eck abgemalt und habe meine Old Holland Farben hier ausprobiert und ich finde, da sind ganz schöne Momente drin. Das Licht einfangen, das ist der goldene Tempel, der ist richtig gold. Den zu malen, das hat echt Spaß gemacht. So, hier habe ich dann begonnen, meine Weinsorten, die ich da destilliert hatte, auszuprobieren und die zu dokumentieren. Und hier beginnt jetzt so ein bisschen meine Weinmalerei. Diese hellen Stellen hier, das ist mit Weißwein gemalt und das reagiert dann und diese Stellen werden dann heller. Das kann man auch mit Zitronensaft machen, die Stellen werden dann pink. Und im Großen und Ganzen sind die Farben noch echt schön erhalten. Das ist jetzt auch einige Monate her, dass ich das gemalt habe. Das habe ich wohl so Anfang des Jahres gemalt. Und die Farben sind teilweise noch richtig schön blau. Genau, also das ist Weinmalerei. Hier eine Skizze von meiner Lieblingszeichenpuppe. Und hier, das ist jetzt im Mai 23. Da, ich verlinke euch das Video dazu rechts oben im Eck. Da habe ich eine Daniel Smith Aquarellpalette ausprobiert. Es waren nur ein paar Pünktchen, also nur eine Palette. Und ich habe mich gechallenged, wie viele Bilder ich mit nur einer Daniel Smith Palette illustrieren kann. Und es waren tatsächlich 6 Stück. Also hier die beiden noch und dann noch hier dieser Tiger. Alles mit einer Daniel Smith Palette. Rechts im Mac findet ihr das Video dazu. Das ist super interessant gewesen. Und hier beginnt dann meine Kaffeemalerei wieder. Auch hier rechts oben im Eck findet ihr alle Videos dazu, auch in der Infobox. Das ist alles mit Instant-Kaffee gemalt und ja, hier noch mit Blattgold verziert. Und hier mit dem Brushpen noch darüber gemalt. Und es riecht immer noch richtig gut nach Kaffee. Also wer den Geruch von Instant-Kaffee mag, wird so ein Kaffeeskizzenbuch lieben. Genau, hier noch weiter, dann mit Spritztechnik und hier ein bisschen illustriert. Und nass in nass Experimente mit dem Instant-Kaffee. Und insgesamt ja hier diese ganzen Themen, Thema Wald oder Tiere mit braunem Fell, lassen sich natürlich ganz hervorragend mit dem Kaffee malen. Was ich aber sagen muss, hier schaut mal, es ist dann schon so, dass wenn ihr auf beiden Seiten mit dem Kaffee malt und ihr schließt das und es ist dann warm, kalt und nass, trocken im Raum, das klebt zusammen. Also hier überall ist so gut wie nichts passiert, hier ein bisschen. Hier ist alles fein, also das passt, aber wenn ihr es zu dick auftragt und dann, ja, den Umständen entsprechend kann das richtig zusammenkleben, da muss man aufpassen. So, und dann hier, das ist mit einer Gruppe, einer Zeichengruppe im Englischen Garten. Das ist ein Meetup, das heißt Art Meetup. Und da trifft man sich dann einmal in der Woche im Englischen Garten und zeichnet und malt sich gegenseitig ab. Das heißt, jeder von diesen Personen saß für 10 Minuten da, auch die hier. Und dann malen wir uns gegenseitig ab und es macht super Spaß. Da hatte ich meine super granulierenden Farben dabei. Und ja, das heißt ganz, ganz schnelle Skizzen und dann drüber malen. Das ist eine super Übung. So, also mehr habe ich in dem Jahr in diesem Buch nicht gemalt. Habe ich noch in diesem Jahr, mache ich dann natürlich dort weiter. Das ist das Ohuhu. Das hier ist das Perfect Ideas. Und das Style Marker Buch. Und die drei, die lasse ich so im Laufe auch dieses Jahres immer wieder gegeneinander antreten. Denn ich möchte herausfinden, was das perfekte Skizzenbuch ist. Wo man malen kann drin, zeichnen, illustrieren, Marker und so weiter. Und das sind drei Bücher, die sind scheinbar für Marker geeignet. Und ich möchte dann eben gucken, ja, wie eignet es sich denn für andere Zeichenstile und Malerei auch. Und die habe ich alle drei schon getestet. Hier das Video zu dem Ohuhu-Buch ist schon draußen. Das verlinke ich euch auch rechts um mein Eck. Hier ist dann immer meine Testpage, wo ich alle verschiedenen Materialien ausprobiere. Das Video zu diesem Test ist schon draußen. Und jetzt seht ihr hier, da habe ich schon richtig viel eigentlich schon weiter in diesem Buch gearbeitet. Genau, die Tests sind aber noch in keinen Videos. Das kommt dann zum großen Vergleich. Hier, das ist Gouache.
Hier bei dem Bild habe ich mit unterschiedlichen Untergründen, mit Grundierungen gearbeitet, habe zum Beispiel habe es mir in Drittel aufgeteilt, 1, 2 und 3 und habe es einmal mit Acryl angemalt, einmal mit Aquagrund und das dritte, weiß ich nicht mehr genau. Und dann Gouache, oder ich glaube, ich habe Gouache und Aquarell ausprobiert und wollte das gegeneinander testen. Genau, und das war halt ein Test, zu wie sich dieses Papier mit Grundierungen und allen möglichen Farben verhält. Dann, das ist mein Video zum Lernen von schnellen Skizzieren und Perspektive. Verlinke ich euch alles rechts oben im Eck. Genau, da haben wir hier gelernt, wie man so eine Figur abzeichnet mit verschiedenen, wirklich sehr guten Techniken zum Abzeichnen, freien Abzeichnen von Gegenständen. Und das hier ist jetzt hier von meinem letzten Video. Da habe ich alle meine Upgrade-Boxen, alle Materialien benutzt und habe die hier auch auf diesem Papier getestet, weil ich eben weiß, dass dieses Uhuhu-Papier wirklich sehr viel aushält. Also es ist noch nicht viel passiert in dem Uhuhu-Buch, aber das macht ja nichts. Mit euren Skizzenbüchern geht ihr so um, wie es gut ist für euch. Deshalb lieber in mehr Skizzenbüchern arbeiten. So, dann habe ich hier das Style Marker Skizzenbuch. Das hat dünnere Seiten. Ich mag aber das Format. Das Format gibt es von Uhuhu auch. Hier ist die Testpage und es ist jetzt sehr interessant, obwohl die so dünner sind, die Papiere. Ist natürlich dann doof, dass es durchdrückt auf der anderen Seite, aber von der Qualität her echt nicht schlecht. Hier habe ich jetzt recht viel mit Aquarell und Blattmetall gearbeitet. Und das hat mir super Spaß gemacht. Schaut mal, wie das wirkt. Das hat mega Spaß gemacht. Da möchte ich auf jeden Fall auch weitermachen bei diesen Geschichten. Genau, hier auch wieder Aquarell, bisschen Gouache und hier das Blattgold, eher Blattmetall, weil ist ja kein Blattgold. Und da war ich dann mit der Freundin im Park und habe mir die Wildrosen auf dem Beet im Botanischen Garten nochmal angeschaut. Genau, ihr seht, auch hier ist noch nicht viel drinnen. Im Großen und Ganzen bin ich aber auch mit dem Buch zufrieden. Ich würde aber für Aquarell wahrscheinlich ein anderes bevorzugen. Die Marker muss ich hier nochmal testen. Aber man sieht es hier, dass es sich schon leicht teilt, das Grün und das Gelb. Genau, also ist auch noch nicht so viel drin. Und das ist jetzt das Perfect Ideas. Das ist eher hier wie so ein Block aufgebaut. Ist aber ganz gut, weil man es dann wirklich komplett hier umdrehen kann. Geht auch durch. Und ja, das ist ein Test schon mal gewesen. Das Video zu dem Skizzenbuch ist noch nicht draußen, aber ihr seht jetzt schon, der Test hat eigentlich ganz gut funktioniert. Marker gegen Aquarelltest. Hier sind die Marker, das ist das Aquarell. Und da würden dann die Buntstifte kommen. Und das hier ist mit Gouache gemalt. Und das hat super funktioniert. Das finde ich immer ganz gut, wenn man hier etwas malt, was super durchdruckt, so wie hier. Dann einfach auf der anderen Seite mit Gouache malen. Das ist deckend und funktioniert super auf Papier. So, das waren Perfect Ideas. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht dieses Jahr. Jetzt mal was ganz anderes. Es ist ein Architekturskizzenbuch und das hat ganz besondere Seiten. Schaut mal, was für Seiten das hat. Das hat isometrische Seiten. Das bedeutet, das ist eine besondere Art von Raster, bei der man besonders einfach geometrische Formen zeichnen kann. So Interior. Dieses Buch gehört Ellen und allen Subscribern auf Core. kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da habe ich nicht, also habe nur an 2 Tagen reingezeichnet. Da wollte ich eigentlich auch wirklich jeden. Also sehr schnell vollzeichnen, dann ging das aber nicht, weil dann ja meine Arme, da war das Problem, dass meine Arme dann begonnen haben weh zu tun und dann musste ich eine Weile lang erstmal Pause machen. Okay, also was ist das Tolle an diesem Skizzenbuch? Bei diesem Skizzenbuch geht es jetzt nicht um perfekte Zeichnungen, da ging es mir eher auch um Quantität und um damit umgehen zu lernen, ja, wie ich mit der Perspektive spielen kann und Ideen zum Thema Perspektive. Ihr seht schon, dass ich wirklich die Skizzenbücher für unterschiedliche Fokus eigentlich nutze. Also da habe ich einen anderen Fokus als jetzt
bei einem der anderen Skizzenbücher. Beim Aquarellskizzenbuch zum Beispiel. Genau, Mensch, malen war lustig mit dem, war eher irritierend. Und dann habe ich einfach begonnen hier so mit geometrischen Formen. Und das würde mir sonst überhaupt keinen Spaß machen. Und da müsste ich mich überwinden. Aber hier in dem Skizzenbuch hat es mir dann doch Spaß gemacht. Habe ich auch mal Gouache ausprobiert, das war aber nicht so toll. Genau, und dann bin ich hier auf solche Sachen gekommen, so Miniaturhäuser. Und dann hier eben so fliegende Häuser oder fliegende Inseln und so. Und dafür ist dieses Skizzenbuch gut. So ein fliegendes Stück Dreck mit so einem Häuschen drauf. Warum nicht? Genau, also das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, hier diese Zeichnung. Da kann ich mir vorstellen, dass ich mir so ein Skizzenbuch da mal wieder zur Hand nehme und es dann wirklich angehe. Also meine eigene, eher so hingerotzte Idee dann nochmal ernst nehme und dann nochmal richtig schön umsetze. Und ihr seht dann hier, da wird es jetzt dann auch irgendwie absurd. Absurd teilweise oder lustig. Es ist hier wie ein Stuhl, wo eine Katze drauf sitzt und gleichzeitig ist es das Haus von so einem Hasen. Keine Ahnung wieso. Genau, und auch hier wird es auch wieder komisch, absurd. Es ist ein unendlicher Raum und da steht irgendwie so ein Kasten und in dem Kasten ist eine Kugel und oben drauf sitzt irgendwie so ein punkiger Engel. Oder der Typ, der hat so einen Glaskasten, der lässt den über sich schweben und da drauf liegt dann so eine Frau. Genau, also ich fand das schon sehr viel einfacher, weil es sind ja schnelle Skizzen, da setze ich mich jetzt nicht stundenlang hin. Aber so eine Frau auf einem Glaskasten zu zeichnen oder einem Kasten zu zeichnen, es fällt mir einfach leichter durch dieses isometrische Format hier. Hier nochmal mit Köpfen gespielt. Das war auch eher ganz schnell. Der Typ sitzt auf einer Mauer oder schwebt dahinter, weil irgendwie so drauf sitzen. Na, vielleicht ist dahinter noch was. Oh, achso, wahrscheinlich schwebt er, weil die Dinger schweben ja auch alle. Naja. So. Genau, also so viel zu meinem isometrischen Zeichenbuch, Skizzenbuch. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich sowas zuzulegen. Es hat nur ein paar Euro gekostet und wer sehr gerne zeichnet und mit Architektur gerne mehr machen möchte, warum nicht ein Architekturskizzenbuch? Hier ist mein Skizzenbuch für die Zeichenwoche. Da sind alle Zeichnungen drin zu den Zeichenwochenthemen. Also hier, die kennt ihr vielleicht aus den Lumis-Methode-Videos. Hier am 14.07. Da habe ich versucht, mir die Lumis-Methode zu erarbeiten. Die Lumis-Methode findet ihr auch rechts oben im Eck und in der Infobox verlinkt. Natürlich ist es ganz klar, man muss den Schädel verstehen, dann kann man die Lumis-Methode auch verstehen. Und ja, hier, das ist jetzt wirklich hochtechnisch irgendwie gewesen, ich habe mir das wirklich alles Stück für Stück selber erarbeitet. Ich wollte das nicht alles lesen. Ich habe mir das Buch durchgelesen von Andrew Lumis. Es war aber jetzt nicht sonderlich technisch. Und dann wollte ich mir das selbst erarbeiten, sodass ich euch das wirklich gut erklären kann. Und dafür ist dieses Buch eben gut. Zwischendrin, um mal wieder den Kopf frei zu kriegen, habe ich dann einfach Lumis Methode angewendet. Das ist wirklich einfach nur um den Kopf wieder frei zu kriegen, zwischendrin einfach nur so Quatsch. Und das ist dann zum Auge-Video. Hier geht es eigentlich um Stifte, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Ich habe mir echt coole Druckbleistifte gekauft und die hier ausgetestet. Das war dann wieder, um den Kopf frei zu kriegen. Und hier, ja, das Nasen-Video ist auch sehr komplex, gerade das erste, wo ich eben erkläre, wie man in vier Schritten eine Nase zeichnen kann und dann zwischendurch auch wieder einfach nur um den Kopf frei zu kriegen. Und dann geht's weiter. Genau, also das sind alles Nasen. Die sind eigentlich vom Nasentag meines 600 Seiten und 30 Tagen Skizzenbuches inspiriert. Das ist dann schon das zweite Video von der Seite. Gleiches Prinzip. Dann wieder Kopf frei kriegen. Das ist Lumis Methode im Dreiviertelprofil. Genau, das war dann das letzte Video. Da geht es jetzt dann weiter mit Mund. Ohren müssen wir eigentlich auch durch und dann langsam vielleicht zwischendrin, um mal wieder locker zu werden, einfach mal Figuren an sich. Das kennen vielleicht viele von euch. Das ist mein Chile-Skizzenbuch. Ich war dieses Jahr in Chile
und habe dort innerhalb von 10 Tagen, was nicht wirklich 10 Tage waren, ein Skizzenbuch vollgefüllt. Und hier könnt ihr jetzt eher sehen, alles was ihr vorhin gesehen habt, wie ich das dann anwende. Ich zeichne ja sehr, sehr gern Porträts. Frauen mit Grenzen, Figuren und ja, breche mir die Sachen gerne runter, verstehe gerne Formen. Ja, und in dem Chile-Skizzenbuch, da habe ich mich von außen eher einen emotionalen Aspekt beeinflussen lassen, dass ich die Dinge, die mir gefallen haben, in meine Themen habe einfließen lassen. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe begonnen, habe ich auch gemacht, Natur abzeichnen, aber es war eher so, dass ich meine Themen wie Porträt, Lubis Methode und so weiter verfolgt habe. Aber hier zum Beispiel das Eukalyptusblatt und alle möglichen Einflüsse, zum Beispiel einfach nur Farbe, wie mich die Farbe dort beeinflusst hat und so weiter. Das habe ich einfach auf mich einwirken lassen und das einfach passieren lassen. Ich hätte niemals die Sachen gemalt und gezeichnet, die ich in diesem Buch gemalt und gezeichnet habe, wäre ich nicht dort gewesen. Und auch hier so viele Seiten innerhalb von 10 Tagen bzw. 8 Tagen, weil 24 Stunden fliegen, vollzukriegen, das ist auch wieder dieses Loslassen. Das ist, wenn man so ein bisschen perfektionistisch denkt oder an die Sachen rangeht. Das ist bei mir einfach so. Es kann schon mal sein, dass ich irgendwas nicht mache, weil ich zu viel drüber nachdenke. Und diese Challenges, die helfen mir einfach. Und man sieht auch, es ist jetzt im Vergleich zu den 600 Seiten in 30 Tagen, klar, das Format ist kleiner, aber trotzdem sehe ich persönlich schon, dass die Seiten besser sind. Das sind schönere Seiten. Ja? Also wenn ich jetzt dann nochmal in dem kommenden Jahr, also in diesem Jahr, 23, ein 600 Seiten in 30 Tagen Skizzenbuch führe, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit besser als die beiden sein, denke ich jetzt mal. Also ich glaube schon, dass man da einen Prozess sieht, wenn man viele Skizzenbücher führt. Und vor allen Dingen, klar, ihr könnt euch Aufgaben geben. Das mache ich auch, aber auch loslassen und das kommen lassen, was euch gefällt und euch nicht werten. Die Skizzenbücher sind nur für euch. Die sind für euch. Klar könnt ihr die jetzt herzeigen, so wie ich das jetzt mache. Das zum Beispiel finde ich auch interessant. Das ist jetzt das, was in meinem 600 Seiten in 30 Tagen Skizzenbuch ja schon drin war, wo ich mit einer Linie versuche, ein Gesicht zu ziehen. Und die haben sich innerhalb von diesen, das war vielleicht in einer Stunde, weil ich die alle gezeichnet habe, haben die sich total verbessert. So interessant. Die werden jetzt immer besser. Hier sind teilweise jetzt schon welche, bei denen man wirklich sagen kann, es ist ein Gesicht, es hat einen Charakter. Mit dem zum Beispiel. Und es ist gar nicht so einfach, mit einer Linie ein Gesicht zu zeichnen. Das ist eine super Übung. So, der ist schon ganz gut. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. So, jetzt haben wir es gleich. So, ja, das war das Chile-Skizzenbuch. So, jetzt kommt noch das Skizzenbuch. Das ist jetzt erst ein paar Wochen her, dass ich das angefangen habe. Das ist mein Skizzenbuch für Motivation und für das Gemüt. Denn hier gebe ich mir jedes Mal, wenn ich rein male oder zeichne, gebe ich mir eine Aufgabe bzw. einen Fokus. Das, was ich brauche, das ist sozusagen mein Winterskizzenbuch gegen Winterdepression, gegen diesen inneren Schweinehund, gegen dieses, es ist dunkel und nass und kalt und ich will nichts machen und so weiter. Dieses Kreativieren, aber nicht nur sich hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt etwas Kreatives machen, sondern ich wollte hier wirklich nochmal einen stärkeren Fokus auf etwas Positives haben, was ich jetzt brauche. Also es hat sozusagen auch sowas wie einen weiteren kleinen, vielleicht therapeutischen Wert. Für mich zumindest. Hier stark gefasst fokussiert. Das wollte ich an dem Tag sein. Hier, und ich habe jeden Tag habe ich ein Blatt gefüllt. Und das Wichtige hier bei dem Skizzenbuch war, dass es egal ist, ob es eine schöne Seite wird oder ob ich nur einen Strich reinmache. Das Wichtige war, dass ich in dieser ganzen Woche jeden Tag etwas mache. Das war ganz wichtig.
Genau. Und dass ich mich auch nicht mehr werde. Das tun, was ich brauche. An dem Tag wollte ich keinen Stress. Ich wollte nur was Süßes machen. Also habe ich hier kawaii süße kleine Tierchen gemalt. Kinderbuchillustration. Dann ist dieses schöne Thema zu mir zurückgekommen mit diesen balancierenden Vögeln. Und das habe ich früher, dieses Skizzenbuch zeige ich euch noch, wenn ich mal alle meine Skizzenbücher zeige, nicht nur die vom letzten Jahr, habe ich das total gern gemacht, habe ich alles Mögliche aufeinander gestapelt beim Zeichnen. Aber das wird mit Sicherheit in diesen nächsten Skizzenbüchern auch wieder passieren, weil ehrlich gesagt, diese ganzen Skizzenbücher von dem letzten Jahr haben mich total reaktiviert und holen so mal die ganzen Ideen wieder raus, von Kindheit über Jugend bis hin zu jetzt. Ich habe mal gehört, dass Astrid Lindgren gesagt hat, sie ist nicht, wie alt sie damals war, sie ist nicht 70, sondern sie ist 1 bis 70. Und das finde ich total schön, weil so geht es mir auch. Ich bin 1 bis. Ne? Also du sollst nicht da aufhören, nur weil du jetzt so und so alt bist. In der Kreativität solltest du alles ausleben, jedes Gefühl und alles, jede Erinnerung, die du hast in deinem Leben. Ne, dann kannst du richtig kreativ sein. Also gerade jetzt bei Kinderbuchillustrationen zum Beispiel. So, und das ist jetzt ein neues. Zwei neue habe ich seit dem Video. Da habe ich Erden natürlich und sicher illustriert. Und es war auch ganz schön, hat mir echt gefallen. Und hier, meine Güte, das war jetzt hier am 29.12., also das erst ein paar Tage her. Und da habe ich ein Video, wie die Lilo auf meiner Schulter sitzt. Während ich das zeichne, sieht man noch von der Lilo den Schatten. Und dann geht die auf die andere Seite, das war 2 Uhr morgens, und springt auf einmal in einem Satz runter, die Terrassentür war offen und dann war die draußen. Und die Lilo war weg bis zum 2. oder 3. Also bis gestern oder vorgestern. Und ich war echt kein normaler Mensch mehr. Also ich habe die natürlich dann gesucht und suchen lassen. Ja, Lilo, hast du deinen Namen gehört? Lilo? Die hat ihren Namen gehört. Und schaut mal, wie die Arme ausschaut. Die ist dünn. Ihr ganzes Fell ist immer noch vollkommen ruiniert. Ja, Lilo, die war weg. Die war weg für 3 Tage. War die in einem Baum festgesteckt. Aber sie wiedergefunden mit Spürhunden und mit der Hilfe von unseren lieben Nachbarn. Alle haben mitgeholfen. Ich habe aber in jedem Haus geklingelt, gell? Ja, Lilo, die hat mir so einen Schreck eingejagt. Und dann konnte ich natürlich seitdem in meinem Skizzenbuch nicht mehr weitermachen. Weil die Kleine ist dünn jetzt. Die hat innerhalb von 3 Tagen so abgenommen. Ich hatte die so richtig schön aufgepäppelt. Das ist aber lieb, dass du jetzt kommst zu uns. Die kennen dich nämlich fast alle. Ja, die kennen dich aber nicht so. Die war voll mit Harz. Von oben bis unten. Die arme Kleine war komplett voll mit Harz. Und auch Nadeln. So, bleibst du bei uns, oder was, Lilo? So, das letzte Skizzenbuch. Dem Skizzenbuch habe ich fast gar nicht gearbeitet in diesem Jahr. Da ist nur eine Seite drin. Aber das ist eine wichtige Seite, weil ich arbeite mit dem Skizzenbuch jetzt wieder weiter. So, also das Skizzenbuch, das ist von Ende 2021. Das ist mein U-Bahn-Skizzenbuch, weil ich mich überwinden wollte, in der U-Bahn im öffentlichen Raum Skizzenbücher zu führen. Und das hat mir extrem geholfen, dieses Skizzenbuch. Und da sind auch ein paar Sachen drin, die ich einfach gern habe und ja, die ich gerne... Ja, also eigentlich sind fast alle Ideen, die da drin sind, die mag ich. Und da sind schon so Ansätze drin von den Sachen, die mir immer noch gefallen und bei denen ich gerne weitermachen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vor ein paar Tagen die Idee gehabt, dass ich eine Fortsetzung dieses Buches zeichnen möchte. Und zwar möchte ich alle Skizzen aus diesem Buch noch einmal zeichnen. Das heißt jetzt hier die vom Donnerstag, vom 28.10.21. Hier, quasi 2 Jahre später. Die Zeichnung, so wie ich sie jetzt interpretieren würde. Ich war mit der Zeichnung nicht so richtig zufrieden. Ich wollte sie dann nochmal zeichnen und vielleicht mache ich das auch. Ich will die dann so oft zeichnen, bis ich damit zufrieden bin. Also, und es ist auch okay und ich muss jetzt auch nicht schnell sein. Aber ich möchte weiterhin, wenn ich draußen bin, zeichnen. Und weil man ja nicht immer Ideen hat, dachte ich mir, ich habe da recht viele Zeichnungen drin. Wieso nicht reinterpretieren? Also. Ja, Lilo Baby. Du Verrückte, bist du einfach abgehauen. Meine Güte, als sie weg war, da war ja dann Neujahr und die war halt draußen, als die Raketen
ich hau die Luft. Also, dass die Leute die Raketen hochgehen haben lassen. Und die ist so traumatisiert gewesen. Die frisst erst seit heute wieder, kleiner Schatz. Und wieso sieht ihr Fell so aus? Wegen dem Harz. Weil die war voll über und über mit Harz. Und die einzige Möglichkeit, das Harz rauszukriegen, war es mit Öl rauszureiben. Ja. Und deshalb hat sie jetzt so ein ganz öliges Fell noch. Ich bin immer noch am Machen und Tun, wie ich jetzt das restliche Öl dann auch immer nach und nach noch rauswasche. Aber ich will sie eigentlich nicht einschamponieren, weil das will ich eigentlich einer Katze nicht antun. Aber ich bin noch weiter am Recherchieren. Aber sie sieht schon besser aus als gestern. Hier, das Pfötchen ist schon fast wieder normal. Ja, Lilo, hast du dich auch eingebracht? So, das war's für heute. Ja, dann noch ein riesen Dank an alle. Ihr habt mich herzzerreißend unterstützt im Jahr 2023. Ja, auch übrigens gerne alle hier rechts um im Eck, da seht ihr unseren Core Creative Chat. Da könnt ihr euch mit anderen Hobbykünstlern austauschen. Das ist schon eine kleine, nette Gruppe. Und ich habe euch schon gesagt, ja, ich bin mega stolz auf euch, wie ihr euch da gegenseitig unterstützt. Es ist total herzzerreißend, das zu sehen. Also richtige Freundschaften, da ist echt toll. Ja, also nochmal riesen Dank. Ich hoffe, ihr seid alle ganz super ins neue Jahr reingerutscht. Insgesamt zu den Skizzenbüchern. Ich kann nur jedem empfehlen, so früh wie möglich Skizzenbücher anzufangen. Ich habe viel zu spät Skizzenbücher angefangen. Und wieso? Wegen Perfektionismus. Und ich benutze jetzt meine Skizzenbücher immer noch, um gegen meinen Perfektionismus anzukommen. Und ganz ehrlich, in meinen Skizzenbüchern habe ich den nicht mehr. Ich habe jetzt Skizzenbücher, wie dieses letzte Skizzenbuch hier, oder das vorletzte, wo ich wirklich Seite für Seite illustriere und ich mal wirklich zur Ruhe kommen möchte und ich dieses Skizzenbuch mit diesem Fokus nutze. Das ist ein schönes Skizzenbuch sozusagen, wo ich wirklich auch darauf achte, dass die Seiten schön ausschauen und so weiter. Aber in all meinen anderen Skizzenbüchern, da habe ich das nicht, ich habe das wirklich verloren. Es interessiert mich nicht mehr. Es sind meine Skizzenbücher und es ist was anderes, wenn ich jetzt eine Auftragsarbeit oder sowas habe, wo ich mich wirklich, weil ganz ehrlich, ich habe das so lange gehabt in der Akademie, dieser Druck. Braucht ihr nicht, ihr macht es doch für euch. Also wirklich, Skizzenbücher sind sowas Tolles, wenn die dann mal voll sind und ihr könnt euch da alle Zeit der Welt lassen, weil ihr müsst das ja für niemanden anderen tun als für euch selbst. Lilo macht den Anfang. Ciao Lilo, bis gleich. Ja, so dann. Ich hoffe, das konnte euch reaktivieren. Ich habe ehrlich gesagt jetzt total Lust, direkt in einem Skizzenbuch weiterzumachen. Die Lilo ist ja jetzt auch wieder zurück und ich bin wirklich wieder bei Kräften. Ich war zwischen 29. und eigentlich bis gestern fast nicht zu gebrauchen. Eigentlich war ich nicht zu gebrauchen. Zwischen 29. und Neujahr, dem 1. Ich habe nur geweint, nur die Katze gesucht, nur gepostet, geschaut, dass ich irgendwie Hilfe bekomme und dann war es soweit. Am 1.1. war dann die Dame da mit dem Spürhund von der Suchhundeorganisation Oberbayern, glaube ich, war das. Wahnsinn. Freiwillig. Freiwilligendienst. Könnt ihr euch das vorstellen? Leute, die Welt ist wirklich in Ordnung. Also es gibt wirklich noch Menschen, das gibt es nicht. Die sind hilfreich, ohne dass sie irgendetwas von einem wollen. Wahnsinn. Ich male jetzt ihren Hund. Habe ich ihr versprochen. Ich brauche noch das Bild von ihr. Das schickt sie mir zu. Und dann male ich die Jessie, ihren Hund. Genau, die uns geholfen hat, die Lilo zu finden. So, jetzt bin ich nochmal ordentlich ausgeschweift. Hoffe, das ist okay. Ich gehe jetzt los, kreativ sein. Und ich hoffe, ihr seid auch ganz sehr aktiv unterwegs. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt unbedingt kreativ.